Macht das die Stadt schöner? Oder ist das einfach nur Vandalismus? Geht man durch Münsters Straßen, dann kommt man eigentlich gar nicht an ihnen vorbei. Sticker kleben überall. An Häusern, Pfählen und vor allem auch auf Schildern. Und genau diese beklebten Schilder sind der Stadt Münster ein Dorn im Auge. Aber stören sie die Bevölkerung überhaupt? Die Rückseite würde mich in keinem Fall stören, das kann ich jetzt schon sagen. Kreative Gestaltung von freier Fläche. Und ansonsten auf der Vorderseite wäre es eine Frage, ob es mich in irgendwas hindert in der Wahrnehmung dessen, was das Grundschild mir sagt. Ja, das finde ich wohl. Also das sind ja immer die eigenen Interessen, die da zum Ausdruck gebracht werden wollen. Nein, die stören mich eigentlich nicht. Also man ist ja schon dran gewöhnt, die hängen ja überall, also kleben überall drauf und das stört mich jetzt nicht. Die Stadt Münster jedenfalls ist sich sicher, die Sticker müssen weg. Das kostet in diesem Jahr 22.000 Euro. Die Kosten tragen die Steuerzahlenden. 22.000, um das sauber zu machen. Ja, das ist natürlich dann viel Geld, nicht? Ich finde es relativ viel. Also ich schaue mehr auf das Pflastern, würde sagen, so wie in Singapur, es geht mir um das Kaugummi. Auf der Straße stört mich vielleicht ein bisschen mehr. Das könnte man besser woanders reinfließen lassen, das Geld. Und ja, das ist natürlich nur sinnvoll, wenn man dann die Schilder nicht mehr erkennt, aber ansonsten finde ich das nicht gut eingesetzt, das Geld. Ob die Reinigung der Schilder das Problem lösen wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht sollte die Stadt Münster fürs nächste Jahr schon mal eine Spardose bereitstellen.